Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft The Craft of 2. Ja, es geht mal ganz gütlich weiter. Im Jahr 2015 noch. Wahrscheinlich wird das ja das vorletzte Video sein für 2015, weil es kommt noch eine Überraschung für euch. Auf jeden Fall, ich bin Heiser, wie ihr hört. Ich bin Heiser und ja, das ist ein Problem. Auf jeden Fall, was wir diese Folge machen werden, ist, wir tun unser ganzes Zeug hier nochmal rein und gehen auf Höhlentour. Das ist ein Muss. Denn wir haben echt zu wenig Ressourcen. Das merkt man uns auch sofort an. Wir haben einfach zu wenig Zeug. Und ja, zack. So, die Turtle werde ich erstmal nicht anschmeißen, und dafür habe ich zu wenig Kohle und so weiter. Deswegen möchte ich es lieber nicht machen. So. Holz. Ja, ich glaube, wir haben noch gar nicht mal auf einfach gestellt. Auf jeden Fall, die Rohre kommen hier mal rein. Das Essen kommt hier hin. Und dann geht ab, die Post. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen Eisen mitnehmen für Spitzhacken oder so. Was nehmen wir hier? Nehmen wir. Wie ist das hier? Diese Kristalle, ne? Hier sowas wie Zertus Quarz oder so. Das haben wir im Moment aber noch nicht viel. Ja, dann nehmen wir Eisen mit. Ja, doch so 26 Stück. Dann das ganze Holz. Hier nochmal ein bisschen mit. So. Die Hälfte hiervon verbraten wir mal Sticks. Das hier verbraten wir in Holz. So, und Kohle nehmen wir auch nochmal ein bisschen mit. Ja, 28 hatten wir. So, ab geht's Richtung Höhlentour. Ja, Richtung Höhlentour. Ist ja richtig nice. So, ich versuche mal in die Richtung zu gehen, wo wir noch nicht waren. Beziehungsweise dorthin, wo es auch Erze gibt. Nicht zum Wüstendorf. Da waren nämlich auch Erze gewesen. Oder so in die Richtung auf jeden Fall. Da haben wir nochmal entdeckt, das Kupfer, glaube ich. Das restliche Kupfer haben wir nochmal da entdeckt. Und ja, das hier wird alles später abgerissen. Hier wird ein riesiger Windpark hinkommen. Um auf das Thema 2015 zurückzukommen. Das hier wird wahrscheinlich das vorletzte Video sein für 2015, weil jetzt beginnt ja die. Also es ist eigentlich schon lange die Weihnachtszeit, aber jetzt ist es halt extremer, weil Weihnachten jetzt eigentlich direkt vor der Tür steht. Und da wird es dann dieses Jahr kein Weihnachts-Special/Silvester-Special geben. Mal gucken, vielleicht mache ich es doch, aber eher unwahrscheinlich, dass ich es machen werde. Aber was kommt, darauf könnt ihr euch freuen, ist auch ein Spezial. Oder? Aber es ist noch eine Höhle ohne Erze hier. Ja, hier müssen wir nochmal raus. Ich dachte eigentlich, hier wäre in der Nähe, ich sagte, in der Nähe des Dorfes schon, und dann kommen wir hier. Oh, was ist das denn hier? Nice. So, ich bin heiser. Ja, das ist sehr geil. Und deswegen habe ich auch lange kein Video mehr gemacht. Das war deswegen. Jetzt hat es sich ein bisschen gelegt. Aber es ist immer noch extrem. So, da hinten ist ein bisschen Luft. Ich laufe in die falsche Richtung. Ja. So. Was man vielleicht noch sagen kann, dass ich hier nicht flüstern werde. Denn übrigens, flüstern ist für die Stimmbänder sogar noch anstrengender, wenn man heiser ist, als heiser zu reden. Mal falsch die ganze Zeit. Spinne. So, und da haben wir das Dorf schon. Na, Alter! Hast du mich erschreckt? Stirb doch mal, so, danke. Was hast du gedroppt? In so ein Ball. Yo, Creeper. Ja, nee, ist klar. Welcher Helm? Alter! Das ist ja überpowered. Das sieht so aus, als wäre ich in der Armee oder so. Aber wie viel Protection macht der?
Bin jetzt bei 4 Stück. Und hier auch. Okay, dann nehme ich lieber den, weil der sieht cool aus. Das glaube ich auch von der gleichen Mod. Hier ist erstmal ein Grafik. Was ist die Grafikbug? Erstmal ein Renderbug. LOL! Alter! Will mich erschrecken. So, hier ist das Wüstendorf, wie ihr seht, hier ist schon Kies und so weiter. Und in diese Richtung hier laufen wir jetzt. Blenden dann Zirkadien. Nein! Ich bin in Treibsand, Treibsand, Treibsand. Wo ist normaler Sand? Wo ist normaler Sand? Komm schon, komm schon, komm. Nein! Oh, scheiße, scheiße, ich bin so am Arsch, ich bin so am Arsch, ich bin so am Arsch. Da ist Sand. Das ist normaler Sand, das ist normaler Sand. Komm schon. Komm schon. Oh, gut. Okay, dann graben wir uns raus. Alter. Ich habe den gar nicht gesehen, den Treibsand. Hier, ne? Treibsand. Alter. So. Was wir machen müssen. Oh, hier sind zu viele Monster. Wir müssen uns gleich nach unten graben. Hier ist noch einer mit Rüstung, den will ich mal töten. Was gedroppt? Ne, Geizhals. So. Alter. Alter. Was ist das denn hier? Hier ist schon ein Skelett. Ne, ist ein Zombie. Ich kann mal down gehen, danke. Englische W-Jacke. Wie viel bringt die denn? Das bringt jetzt ja gar nichts. Ja. Ich mach einmal ganz. So, da bin ich wieder. Das war gerade der Postbote. Läuft bei mir. Alter! Jo, hier geht's mal mega ab. Ich kann hier gar nichts machen. Was ist hier das eigentlich überhaupt alles? Check's nicht. Ich will auf jeden Fall weiter mich erstmal runtergraben. Boah! Scheiße, ey. Mann! Ich nicht die Hände, Alter. Stirb doch mal. Das ist mal gut hier. Ja. Kacke. Man wäre so viel Arbeit für mich, den ganzen Scheiß zu zensieren. Dankeschön. Hier sind schon wieder so viele Mobs. Was geht denn ab? Nee, ich gehe jetzt nicht zu denen. Ich hol es ab. Ich gehe jetzt in die Höhle hier. Jetzt hängt meine Maus. Alter! Ist mal gut hier. Ist schon die Hälfte. Mann, ey, verpisst euch doch mal. Das ist nicht normal, wie viele Mobs hier sind. Ich bin gerade mal auf einfach. Ist doch nicht normal. So, weiter geht's. Und schon wieder so eine heißere Stimme. Das ist krank. So, wir machen trotzdem 20 Minuten, trotz der schlechten Stimme. Das ist mir aber jetzt erstmal egal. Ich will das jetzt hier packen. Ich will jetzt hier ernsthaft wieder Rohstoffe haben. So, oben ist noch ein bisschen Eisen. Kupfer kann ich ja mitnehmen. So, den Rest können wir sparen. Hier Eisen natürlich mit. Meine Maus sägt jetzt einfach wieder. Ich weiß, in letzter Zeit hängt die total. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja. Gut. Worüber kann man noch reden? Über die nächsten Pläne hier in dem Projekt. Also, dieses Projekt hat ja einen Übergang von 2015 zu 2016. Staffel 1 war von 2014 bis 2015. Es kann natürlich sein, dass hier irgendwann mal die Lust fehlt oder es schon irgendwie durchgespielt ist oder irgendein technisches Problem auftaucht und dann dieses Projekt vorbei ist. Dann wird höchstwahrscheinlich noch eine Staffel 3 kommen von Electrocraft. Weil dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen. Mann, das
Weil ich das schon mache eigentlich, seitdem ich hier 2014 YouTuber bin. Also wir hatten zuerst das ganz einfach das Survival-Projekt. Mann, diese Maus. Deshalb geht sie gar nicht mehr. Jetzt wieder. Da hatten wir das Minecraft Survival-Projekt. Das war noch Leggy mit irgendwie 10 FPS oder so. Und jetzt ist das ja ganz anders. Und dann kam Hydra auch noch mit 20 FPS. Und dann, ja, ich wäre fast in die Lava gefallen. Ne, da wäre noch ein Stein gewesen. Egal. Jetzt ist hier eine Schlucht. Das passt mir eigentlich nicht so gut. Man dadurch viele Erze sehen kann, aber das passt mir persönlich gerade nicht so gut. Ja, also es wird auf jeden Fall eine Staffel 3 geben. Und da hatten wir natürlich erstmal Hydra und dann kam halt Elektrokraft Staffel 1. Am Anfang auch noch mit so 30 FPS, aber jetzt sieht das Ganze ja ganz anders aus. Und es wird sich auch noch mal verbessern. Beziehungsweise, wenn Minecraft ohne Java läuft, haben wir alle einen Leistungsschub zu erwarten. Dann kann ich sogar mal mit meinem alten Laptop nochmal Minecraft so im PvP spielen oder so. Was ich dazu sagen muss, ich habe seit Oktober kein Minecraft PvP mehr gespielt. Kein Minecraft Vanilla. Einfach nur noch Minecraft hier mit einem Modpack. Also für mich ist Minecraft sozusagen gestorben. Das Einzige, was ich noch mag, sind Modpacks. Das ist nämlich noch abwechslungsreich. Was die 1.9 mit sich bringen wird, davon halte ich auch nichts. Das macht auch eher das Minecraft kaputt. Also ich bin auch jetzt eher schon aus Minecraft langsam eher raus. Ich verstehe, was ich meine. Ich habe jetzt längst schon andere Spiele gefunden, die für mich auch gut passen. Und mal gucken, ob wir das auch mal Let's Play mal gucken. Ich werde nochmal 2016 wahrscheinlich Let's Test raushauen für ein Spiel, was ich sehr, sehr lustig finde. Was ich euch zeigen werde. So, zum Beispiel mal bleiben. Komm. Und mit welcher Höhe sind wir jetzt? Wir sind dafür 12. Perfekt, dann können wir uns ja gleich hier rumgraben. Ja, das werde ich mal gucken, wie ich das genau machen werde. Aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Das wird richtig cool werden. So, Redstone. Wir brauchen Redstone auf jeden Fall. Haben wir auch nicht viel von. Sondern graben uns hier einfach gleich immer mal hier so rein oder so. Oder ist hier noch irgendwas? Ist ein Fledermaus? Müssen wir mal was essen? So, dann haben wir eine Fackel und da oben geht es irgendwie weiter. Ja, jetzt ist er aufgewacht. So, Eisen mitgenommen. Hier war von Child for Lava, okay. Hier sind mal auf der Karte nochmal. Die ganzen Höhlen. Ist eigentlich voll OP. Nein, ist gestört. So, Gold, nice. Das ist eigentlich auch unser, einer der größten Ziele. Gold, davon haben wir fast gar nichts mehr. Und das soll sich ändern. Also eine große Goldader. Nice. Dort haben wir gar keinen Platz mehr. Nein! Oh. Jetzt müssen wir mich nochmal aussortieren. Diesen ganzen Scheiß, den wir jetzt nicht brauchen. Ja, kommen die mit. Was brauchen wir nicht? Wir brauchen kein Zinnober, kein Faden, kein Mond, keine Knochen. Kein verdorrtes Fleisch. Das hier nicht. Das nicht. Das. Das. Mal sortieren. Und jetzt. Alljopp. Oh, war ich gerade drüben, habe mich gedreht und dann war ich wieder unten. Okay. Ganz entspannt. Ich glaube, jetzt rastet mein Laptop gerade auch aus. Muss das hier mal zumachen. Ne, nicht mit Holz, mit Stein. So, und jetzt lasse ich die Zeuge einsammeln. So, das nochmal so eine gelbe Scheibe. Nochmal Zinn und Blei. Oder Silber ist das, glaube ich. So, meine erste Spitzhacke ist kaputt. Werkbank folgt. Können wir direkt. Ja, also können wir eigentlich so lassen. So.
Ich habe ja gerade nur ein Certus Quarz, deswegen mache ich nochmal aus Eisen und baue nochmal weiter. So, alles klar, das wäre es eigentlich schon gewesen. Junge, ne? Jetzt hast du einmal Pech gehabt, jetzt bist du im Video drin, das ist mir jetzt scheißegal, hast jetzt Pech gehabt. Was ich mache, ist ihn beenden. So. Jetzt kann ich ihm auf den Sack gehen. Ich nehme mich gerade eine Aufnahme und dann möchte ich nicht gern gestört werden. Das habe ich ihm, glaube ich, aber auch schon gesagt. Aber egal. Juckt ihn nicht. So, Kohle abbauen. Auch ganz wichtig. Wir hatten gerade mal einen halben Stack oder so. Oder ein Dreiviertel Stack. Gerade mal. Und das soll ich ändern. Ach komm, die Kohle können wir uns stecken lassen. Die ist ja auch noch genug. Ach, das ist Silikon. Ach so. Hab ich auch noch nicht gehabt in diesem Projekt bisher. Jetzt weiß ich auch, warum das mal so selten war und warum wir die ganze Zeit so gesucht haben. In Electrocraft 1 war das, glaube ich. Ja. So, Redstone ist auch noch mal hier. Was ist das hier? Osmium, das kann ich auch noch mitnehmen. Das hat man auch für irgendwas etwas gebraucht gehabt. Was, genau, für die Windräder. Das ist sehr wichtig. Mechanismen. So, hier sind mal reichlich Erz. Alles mitgenommen. So, was mal zur dritten Staffel sozusagen. Es wird wahrscheinlich, ich kann jetzt nicht wieder darüber was sagen, wieder Modpack werden. Es wird Electrocraft werden eigentlich Modpacks bleiben. Und ich weiß noch nicht genau, wie es die Zukunft für 2016 mit meinem Kanal aussieht. Welche Spiele kommen? Ist es nur noch Minecraft oder ist es was ganz anderes? Oder wird Minecraft ersetzt? Oder kommen einfach nur neue Spiele dazu? Oder was auch immer. Da bin ich mal gespannt. Weil ich ja auch 2016 aufrüsten möchte. Die Anfangsbedingungen habe ich jetzt schon geschaffen. Ich werde auch nächstes Jahr, so knapp nach Silvester oder so, wenn ich alle neue Teile eingebaut habe, also ein paar neue Teile eingebaut habe, Kopf-PC-Video. Das hat sich jemand gewünscht, sogar mehrere, dass ich mal meinen PC vorstelle, was ich da alles drin habe. Das möchte ich jetzt nicht einfach so machen. Ich spiele Minecraft PvP und dabei blende ich so links oben ein, was für Teile ich habe und was das alles hat und was das alles bringt und wieso ich das habe und welchen Zweck das hat und so. Sondern ich werde wirklich meinen Rechner aufmachen, den dann fotografieren und dann zu den einzelnen Teilen dann was sagen. Also, dass ihr die auch wirklich live seht und nicht einfach irgendein Bild von Google oder so, sondern halt wirklich auch dazu, was zu sagen. Ja, und dann sage ich auch, warum ich dieses Teil gewählt habe und lol, hier kommt jetzt mal Lava. Und so weiter und so fort. Das wird es dann geben. Das wird so Mitte Januar kommen, denke ich mal. Und das hat sich nämlich auch viele Leute gewünscht. Und da wird der Wunsch in Erfüllung. Ja, was noch Januar kommen wird, wahrscheinlich ist ein Let's Test von einem Spiel, was dort noch in der Beta war, weil das ist halt dann kostenlos. Let's Test soll, glaube ich, finde ich, nicht so ein Spiel sein, was 50 Euro kostet oder so, sondern eher kostenlose Spiele oder Spiele, die ich schon habe oder so, damit ich nicht für den Let's Test aber 50 Euro ausgebe. Das macht für mich dann keinen Sinn. Und ja, also, das wird ein sehr, sehr lustiges Spiel werden. Es ist so ein Fun-Spiel halt, Fun-Game. Aber es wird euch wahrscheinlich gefallen. Und vielleicht mache ich es auch mit einem Partner noch zusammen. Was auch die Zukunft noch für den Kanal sagt, mit anderen Leuten. Das kann ich euch auch nicht erklären. Vielleicht kommt da nochmal mit was mit Andromatrix, aka Skashi, aka. Keine Ahnung. Und lol, da vorne sind Diamanten!
Ja, ich sag mal, ja, gut. Habe ich gesagt, dass ich Diamanten finde. Naja. Das ist ja mal nice. Los nicht in die Lava fallen. Eins. Zwei. Und da sogar noch so ein Mehrfacherz. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Ist denn irgendwo anders noch was? Keine Ahnung. Was schmeißen wir denn mal weg? Warte. Haben wir irgendwas, was wir wegschmeißen können? Pfeile. Erde. Einfach mal sechs Diamanten. Einfach mal so, ne? Ja. Einfach mal so, weil ich's kann. Ich grab da mal hier ein bisschen rum. Vielleicht ist hier nochmal was. Es scheint dem aber nicht so. Okay, das war's. Naja, war ja nur so ein bisschen, ne? Waren ja nur die sechs Diamanten. Kann man verkraften. Du Scheiße, haben wir mal sechs Diamanten gezogen. Nice. So. Brücke bauen. Steinkohle, Siliziumerz. Ist auf dieser Höhe anscheinend sehr beliebt. Und die Diamanten habe ich gerade zum Ende der Folge gefunden. Denn es ist jetzt schon vorbei. Hier warten noch so viele Erze auf uns, dass sie von uns abgebaut werden. Und das war's dann in dieser wunderschönen Folge von Minecraft Deckcraft Staffel 2012. Na dann, bis die nächsten Tage, nächsten Jahre. Tschüss.